Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Tales of Berseria Box. Alle weiteren Informationen zu diesem Spiel und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Spiel und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Tales of Berseria, das Ganze aus dem Jahr 2017. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Gaming. Jawohl, wir haben hier die Collector's Edition zum Spiel, in diesem Fall für die PS4. Es ist eine weiße Box im Hochformat, rechteckig gehalten. Hier oben lesen wir einmal PS4, dann den Titel des Spiels Collector's Edition darunter. Dann haben wir hier eine der Hauptfiguren des Spiels. Dann die Hinweise USK 12, PG 16 und Bandai Namco Entertainment. Auf der rechten Seite gibt es weitere Figuren des Spiels. Auf der anderen Seite nochmal die Dame, die wir auch hier auf der Vorderseite haben. Und auf der Rückseite haben wir dann in vielen verschiedenen Sprachen, was uns hier erwartet. Also auf Deutsch lese ich mal kurz vor, was hier steht. Eine Geschichte von Emotionen gegen Vernunft. Vor 3 Jahren hat Velvets Leben eine dramatische Wendung erfahren, als jemand, der ihr treuer war, von ihr genommen wurde. Nun wird sie von Rachegelüsten getrieben. Welchen Weg wird sie wählen? So, dann haben wir hier so ein paar Ausschnitte aus dem Film. Und hier ist auch noch der Boxinhalt veranschaulicht und beschrieben. Also, was haben wir hier drin? Einen Starter Strategy Guide, Paperback Artbook, exklusive Binfu Metal Case, Soundtrack, 2 Figuren, 6 Metallmünzen und natürlich das Spiel und ein Artbook. Gut, also eine Menge Inhalt. Dann die technischen Details, Infos und so weiter. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. So, auf dem Deckel auch nochmal gebrandet. Lässt sich hier dann aufklappen. Und dann werden wir uns mal den Inhalt ansehen. So, die ist auf jeden Fall gut gefüllt, die Box. Schauen wir mal, dass wir hier alles auf einmal irgendwie rausbefördern. So, wunderbar. Die Box ist nun leer. Und ein Inhalt, der hier gleich links gelandet ist, den brauchen wir nicht weiter, das ist einfach hier so ein Karton, denn die ganzen Sachen sind hier mehr oder weniger in einer Größe, bis auf den hier. Das ist hier dieses Etui, dieses Set hier mit den Münzen, und dass das hier nicht so am Boden liegt, hat man das hier so gestaltet, dass es auch so ungefähr die gleiche Höhe hat wie die anderen Inhalte. So, das heißt, diesen Karton machen wir mal weg. Also, wir haben hier einmal die Münzen, dann haben wir eine Kartonschachtel mit den 2 Figuren drin. Weiter geht's. Wir haben Starter Guide, also das ist so eine quasi Anleitung, wie man in diesem Spiel am besten vorankommt und mit ein paar hilfreichen Tipps und Tricks. Dann das Steel Case. Das Artbook, The Art of Tales of Berseria. Und natürlich das Spiel an sich. Mit dem starten wir gleich mal. Cover ist wie auch schon das auf der Box. Also hier wieder mit der Hauptrolle. Velvet. Dann auf der Seite lesen wir den Albumtitel. Den Game-Titel. Und auf der Rückseite gibt es hier wieder die Info. Auch hier wieder in 4 verschiedenen Sprachen. Beziehungsweise 5. Englisch ist ja auch noch oben. Eine Geschichte von Emotionen gegen Vernunft. So. Dann hier die technischen Details, alles klar. Und wir schauen rein. Booklet oder irgendwas gibt es hier keins. Es gibt hier nur so einen kleinen Info, so einen Werbeflyer. Das ist der hier. Also irgendwie kann man das oder ähnliche Spiele auch noch aufs Handy holen. Okay. Aber viel wichtiger ist natürlich dann hier die rechte Seite. Hier ist das Spiel, also die Game Disc. Und die sieht dann, na, wenn ich sie rausbekomme, nicht zurecht. So, die sieht dann so aus. So, auf der Rückseite, was gibt es hier? Customer Service, okay, also Kundendienst, irgendwelche Hotlines. So, weiter geht's. Wir haben noch ein zweites Case, nicht nur das mit dem Spiel, sondern auch hier noch zusätzlich dieses Steelbook, das hier in diesem eher kindlicheren Stil gehalten ist. Auf der Rückseite nochmal 4-mal. So, das ist der Inhalt.
Und zwar haben wir hier den Soundtrack zum Spiel. Der ist hier in diesem Steelbook untergebracht. Also der Soundtrack hier auf CD. Ansonsten hier nichts weiter drin. So, Steelbook oben drauf. Dann haben wir ein kleines Schächtelchen, diesen Karton hier. Und zwar erwarten uns hier drin zwei Figuren. Limited Edition, ich werde das jetzt sicher falsch aussprechen, Chibi Kyun Chara Figure Set zum Spiel. Also rundum hier komplett gebrandet. Und wir haben dann eben diese beiden abgebildeten Figürchen darin. Die kommen hier genau mit so zwei Plattformen. Einmal und zweimal. Ist hier so ein kleiner Kartontrenner. Jetzt ist die Box leer. Wir schauen uns die Figuren mal kurz an. So, das ist Figur Nummer 1. Die kommt hier auf der Plattform und die wird hier hinten von diesem weißen Dorn gehalten. Also der ist dann, wenn wir das mal kurz entfernen, genau, der ist hier. Und hier hinten haben wir dann eine Öffnung im Rücken. Und da können wir dann das Ganze entsprechend fixieren. Dann sieht es aus, als würde sie schweben, beziehungsweise wenn man es richtig ausrichtet, ja, dann ist sie mehr oder weniger hier auf der Plattform. Und hier oben, das kann man auch noch entfernen. Also dieses kleine Element hier kann man entweder weglassen oder wie ich jetzt wieder in den Kopf so reinstecken. Die Figuren sind eigentlich echt gut verarbeitet. Sehr schöne Detailarbeit und sehr schön bemalt. Die Plattformen haben hier dann noch dieses Logo und auf der Unterseite lesen wir dann noch Made in China. So, aber damit nicht genug. Wir haben noch eine zweite Figur. Das ist die hier, Velvet, also die Hauptrolle, der Hauptcharakter der Serie oder des Spiels. So sieht er aus. Also hier mit einer schwarzen Mähne. Ansonsten recht knapp bekleidet hier das Figürchen. Und hier hinten haben wir so eine Halterung, die genau angepasst ist an die Mähne. Also man kann das hier auch natürlich rausnehmen und die Figur ohne die Plattform hinstellen. Aber das ist die Plattform mit dem Logo hier unten, mit diesem roten Drachen. Und hier steht dann eben die Figur. Also zwei Figuren gibt es hier für euren Schreibtisch, fürs Regal, wo auch immer ihr wollt. Packen wir mal zur Seite. Weiter geht's mit den Münzen. Wir haben hier ein Münzset bestehend aus 6 Stück. Das ist hier links und rechts noch versiegelt. Mach mal kurz auf, genau. So, also hier sind 6 Münzen drin, der verschiedenen Charakter. Wir werden uns die mal kurz anschauen, denn man kann dieses Kissen hier so rausnehmen. So, kommt in so einer schwarzen Stoff- oder Samtoptik. Sind allesamt so Metallmünzen. Und auf der Rückseite, schauen wir kurz rein. So. Also so in Nahaufnahme und auf der Rückseite ist das Ganze hier noch beschriftet. Also dreimal Copyright hier zu sehen. Ja, die sind übrigens alle so auf der Rückseite ident. Also wirklich ansehnlich ist dann hier die Vorderseite. So, wir packen die Münze wieder zurück. Ebenso das Teil hier. So, dann machen wir hier wieder zu und können es auch gleich wieder versiegeln. So, soweit zu den Münzen. Dann geht es weiter mit dem Starter Guide. Also hier Paperback, genau wie auch das Artbook. Sind hier zweimal so Paperbacks. Und zwar haben wir hier eben, wie gesagt, so Infos zum Spiel. Rückseite entsprechend gestaltet. Und das ist eben, ja, wie nennt man das auf Deutsch? Ein Starter Guide ist so eine Anleitung für Neulinge, mehr oder weniger, worauf zu achten ist in diesem Spiel. Hier lesen wir schon Einleitung, Spielsystem, Kampfsystem, Walkthrough, also das ist so eine Anleitung, wie man da so durchkommt durch das Spiel und Side-Content, also zusätzliche Inhalte. Okay, also hier geht's dann los. Ja, also hier kriegt man einiges beschrieben, wie gesagt, unter anderem der Hauptcharakter, Velvet. Und da sieht man dann einfach, wer ist Freund, wer ist Feind, worauf gilt es zu achten. Und ansonsten wird, glaube ich, jede Menge beschrieben, genau hier, wie man steuert, was es so für Orte gibt im Spiel und. Also jede Menge hilfreiche Infos zum Spiel. Und damit nicht genug, wir haben dann auch noch hier
ebenfalls wieder als Paperback dieses Artbook, The Art of Tales of Berseria. So, hier wird weniger Text sein, sondern hier wird vor allem grafisch was zu sehen sein. Also Charaktere, Umwelt, Illustration, Waffen und Items. Okay, wir schauen mal rein. Genau, also hier werden uns so die Charaktere näher gebracht. Was haben wir noch? Weitere Charaktere. Dann hier die Umwelt, die echt mächtig aussieht. Umwelt. Und dann, genau zum Abschluss, haben wir dann auch noch Items und natürlich auch Waffen etc. Also, das hier mehr oder weniger ohne Text, das ist wirklich so ein Artbook, um sich die Designs, die Charaktere und so Entwürfe anzuschauen. Gut, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Artbook hier. Dann der Starter-Guide zum Spiel. Die beiden Figürchen, die hier mit Plattform kommen, einmal, zweimal, die kommen hier in diesem Schächtelchen hier extra. Dann das Münzset in dieser kleinen Plastikschatulle hier, also 6 Münzen hier mit am Start. Das Steelcase, da drin ist der Soundtrack und natürlich mit dabei das Spiel an sich für die PS4 im regulären Case. Jawohl, das alles. Das alles in dieser wunderbaren Box. Tales of Berseria in der Collector's Edition. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Spiel bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr das Spiel feiert, falls ihr Tales of Berseria unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.